In dieser Folge möchte ich mit dir über ein Thema sprechen, das in Beziehungen, vor allem mit narzisstischen Personen, sehr häufig vorkommt, und das ist die emotionale Erpressung. Warum mache ich dazu eine ganze Folge? Damit du, wenn du betroffen bist, diese manipulative Taktik kennst und verstehst. Denn dann kannst du dich umso besser davor schützen und eine bestenfalls gesunde Beziehung entwickeln. Und wir werden in dieser Folge klären, was emotionale Erpressung durch eine narzisstische Person ist, welche Folgen sie haben kann und warum narzisstische Menschen überhaupt dazu neigen, andere emotional zu erpressen. Und ich werde das wieder anhand von Beispielsituationen verdeutlichen, um dir so ein noch besseres Verständnis von emotionaler Erpressung, von der Verhaltensweise zu vermitteln. Also fangen wir an mit der Frage, was ist emotionale Erpressung durch eine narzisstische Person? Emotionale Erpressung ist eine manipulative Taktik, die hauptsächlich dazu dient, die Gefühle, Handlungen oder und Entscheidungen einer anderen Person zu kontrollieren. Und in einer Beziehung mit einer narzisstischen Person wird emotionale Erpressung oft verwendet, um Macht und Kontrolle auszuüben und natürlich den eigenen Bedürfnissen und Wünschen Vorrang zu geben. Wir wissen ja, ein Merkmal von toxisch-narzisstischen Personen ist es, seine eigenen Bedürfnisse und Wünsche immer ganz, ganz oben anzusiedeln. Und dafür haben sie eben verschiedene Strategien, damit diese Bedürfnisse und Wünsche auch erfüllt werden. Und so kann eine narzisstische Person emotionale Erpressung einsetzen, indem eben er oder sie Schuldgefühle, Angst oder und Unsicherheit in dir auslöst. Das heißt, er oder sie manipuliert deine Gefühle, um dich dazu zu bringen, das zu tun, was die narzisstische Person will, ohne Rücksicht auf deine eigenen Bedürfnisse und Grenzen. Und das Ganze bleibt natürlich nicht ohne Folgen für die jeweiligen Betroffenen. Welche Folgen das sind, dazu kommen wir jetzt. Und die Folgen von emotionaler Erpressung durch narzisstische Personen können tatsächlich sehr schwerwiegend sein, weil das emotionale und das psychische Wohlbefinden der Betroffenen sehr stark beeinträchtigt werden kann. Und da ist zum einen, dass emotionale Erpressung zu einem niedrigen Selbstwertgefühl führen kann. Das bedeutet, dass Betroffene sich selbst für die Gefühle und Handlungen der narzisstischen Person verantwortlich machen. Sie fühlen sich verantwortlich dafür und ihr eigenes Selbstwertgefühl sinkt dadurch natürlich ganz, ganz stark. Und auch kann emotionale Erpressung zu Abhängigkeit und Isolation von Betroffenen führen. Narzisstische Menschen neigen nämlich dazu, ihre Partner emotional von ihrem sozialen Umfeld zu isolieren und sie abhängig von sich zu machen. Wenn du meinen Episoden schon länger folgst, Thema haben wir schon öfters gehabt. Das Ziel ist auch hier wieder, möglichst viel Kontrolle und Macht über den jeweiligen Partner zu bekommen. Eine weitere schwerwiegende Folge von emotionaler Erpressung ist der Verlust der Selbstbestimmung. Das heißt, emotionale Erpressung nimmt Betroffenen die Kontrolle über ihre eigenen Entscheidungen und Handlungen. Sie wagen es irgendwann nicht mehr, sie trauen sich irgendwann gar nicht mehr, eigene Entscheidungen zu treffen, aus Angst vor schmerzhaften Konsequenzen durch die narzisstische Person. Und letztlich kann auf lange Sicht gesehen emotionale Erpressung zu Depression und Angstzuständen führen. Und vielleicht fragst du dich, wie viele andere auch, warum? Warum tun Menschen sowas? Und wenn du jemand bist, der sehr empathisch und sehr mitfühlend ist, dann ist das für dich natürlich umso schwerer nachzuvollziehen, wie jemand so sein kann, weil du nie so sein würdest. Und narzisstische Menschen neigen eben dazu, andere emotional zu erpressen, weil sie ein starkes Bedürfnis nach Macht, Kontrolle und Bewunderung haben. Wir hatten das ja bereits mehrfach in den vorherigen Folgen. Sie sind einfach oft nicht in der Lage, Empathie zu empfinden und die Gefühle anderer zu berücksichtigen. Stattdessen sehen sie andere als Werkzeug, um ihre eigenen Bedürfnisse zu erfüllen und ihr eigenes Selbstwertgefühl zu stärken, weil das ist ja auch minimal bis gar nicht da.
Und ich habe hier mal für dich einige Beispielsituationen mitgebracht, wie solch eine emotionale Erpressung im Alltag aussehen kann. Stell dir vor, du hast dich entschieden, ein Wochenende mit deinen Freunden zu verbringen, freust dich darauf und bist eben nicht mit der narzisstischen Person zusammen, stehst ihr nicht zur Verfügung. Und die narzisstische Person könnte dann reagieren, dahingehend, dass sie dich beschuldigt, egoistisch zu sein. Oder dass sie dich beschuldigt, dass du sie im Stich lässt. Er oder sie sagt dann Dinge wie, du denkst nur an dich. Oder ich habe dich wirklich gebraucht und jetzt lässt du mich alleine. Oder auch, du lässt mich mal wieder im Stich. War ja klar. Und das Ziel ist hier, Schuldgefühle bei dir auszulösen. Und du hast dann natürlich keinen Spaß mehr. Eine zweite Beispielsituation, in der das Ziel ist, beim Betroffenen Angst zu schüren, ist, angenommen, du möchtest deine Meinung zu einem bestimmten Thema äußern, die Meinung wird aber von der narzisstischen Person nicht geteilt. Und dann könnte die narzisstische Person dahingehend reagieren, indem er oder sie dir droht, dich zu verlassen oder die Beziehung zu beenden, wenn du deine Meinung nicht änderst. Es fallen dann Sätze wie, na, wenn du das sagst, dann kannst du gleich gehen. Ich kann nicht mit jemandem zusammen sein, der so denkt. Wie gesagt, das Ziel ist hier, die Angst vor dem Verlassenwerden zu schüren. Und eine dritte Beispielsituation mit dem Ziel, die Unsicherheit auszunutzen, ist, stell dir vor, du möchtest in deinem Leben etwas verändern, bist unzufrieden in einem bestimmten Bereich, dich macht etwas unglücklich, aber du fühlst dich noch etwas unsicher und du zögerst noch ein bisschen. Und die narzisstische Person könnte hier deine Unsicherheit ausnutzen, um wieder seine eigenen Ziele zu verfolgen. Dann kommen häufig Sätze wie, das kannst du sowieso nicht schaffen. Ich kenne dich viel besser als du dich selbst. Du bist zu schwach, du bist nicht geduldig genug, du hältst das nicht durch. Ja, also ich hoffe, mit diesen Beispielen und auch mit den Erwähnungen vorher konnte ich etwas mehr Licht ins Thema emotionale Erpressung bringen und vielleicht konntest du die ein oder andere wertvolle Erkenntnis für dich mitnehmen. Und wenn du jetzt das Gefühl hast, dass du durch emotionale Erpressung oder anderes narzisstisches Verhalten verunsichert bist und du bereit bist, das Erlebte mit professioneller Hilfe aufzuarbeiten, und wenn du das Gefühl hast, dass ich die richtige Begleitung für deinen Weg sein könnte, dann buch dir gern eine unverbindliche und kostenfreie Kennenlern-Session auf meiner Website daniela-kreisig.de. Den Link dazu findest du in den Shownotes und auf der Webseite ist gleich der zweite Button Kennenlern-Session. Wenn du sagst, na ja, ein paar mehr Informationen hätte ich gerne noch, dann trag dich in meinen Newsletter ein. Dort bekommst du auch Tipps und Impulse und natürlich immer wieder aktuelle Infos zu neuen Kursen und Programmen von mir. Und übrigens, am 27. September, also heute, startet zum letzten Mal mein kostenfreies Webinar Endlich wieder ich, wo ich auch auf mein 3-Monats-Programm hinweise, Breakthrough, was dann nächste Woche am 4. Oktober startet. Und damit du ja voller Lebensfreude endlich wieder als du selbst in das neue Jahr starten kannst, weil wenn wir am 4. Oktober starten, sind wir Mitte Dezember fertig. Und du startest quasi mit dem neuen Jahr in eine ja ganz neue Lebensqualität, ganz neue Lebensfreude. Wir werden dort ganz viel aufarbeiten in einer Gruppe. Und wenn du dabei sein magst, dann klick gern auf den Link in den Shownotes. Ja, und wenn du jemanden kennst oder anders gefragt, wen kennst du, für den diese Folge hilfreich sein könnte, dann teile und leite diese Folge sehr, sehr gerne weiter, damit wir möglichst viele Betroffene erreichen und ihnen helfen und unterstützen können. Ja, und jetzt wünsche ich dir eine wunderbare, liebevolle, fantastische Zeit. Ich freue mich, wenn wir uns in der nächsten Folge wiedersehen und bis dahin alles, alles Liebe, deine Daniela. Tschüss!